Ich bin Clemens Kaschollke, ich bin Jesuit hier gerade in Bonn am Aloysius-Kolleg als Lehrer tätig. Nachdem ich hier das Referendariat schon gemacht habe, bin ich jetzt hier voll in den Lehrerdienst eingestiegen und unterrichte Deutsch und Religion und hoffe, dass ich im nächsten Schuljahr auch ein bisschen im Theater tätig sein darf. Ich bin im Osten aufgewachsen, in der ehemaligen DDR, noch gerade so geboren und merke einfach, dass ich immer noch ganz durch Diaspora-Kind bin. Also diese Minderheitserfahrung, ja, als Katholik, als Christ letztlich, ja wirklich eine ganz kleine Anzahl, auch in der Kindergarten, in der Jugend, in der Schule zu sein, das prägt mich. Ja, und naja, da ging es dann ja auch schon mal los, dass so die Ersten sagten, naja, der Clemens, der wird bestimmt mal Priester und so. Und wo ich so gesagt habe, ja, also ich sicher nicht, das können andere gerne machen, aber war nicht mein Plan. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt so einen, ich sage das immer, einen Deal mit dem lieben Gott geschlossen, weil ich so gesagt habe, okay, viele denken vielleicht, okay, der Clemens soll Priester werden, aber ich denke das nicht. Theologie gleichzeitig hat mich gereizt und ich habe so gesagt, okay, lieben Gott, so wie so ein Deal zu sagen, Schritt für Schritt, schauen wir mal, von Etappe zu Etappe. Und ich habe gesagt, also so mit 18 ins Priesterseminar, das war jetzt für mich wirklich überhaupt keine Option, aus verschiedenen Gründen. Die Theologie hat mich gereizt und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere mal bis zum Vordiplom, 2 Jahre und dann sehen wir wieder weiter. Und so ging das Schritt für Schritt, dass ich am Ende das Theologiestudium nicht als Priesteramtskandidat abgeschlossen hatte, aber am Ende ganz klar der Punkt war, ich muss mich der Frage wirklich stellen und dafür war mir schon klar, dass ich die Frage nach dem Priestertum aber nur innerhalb einer Ordensgemeinschaft positiv beantworten könnte. Ich finde es spannend, wenn ich heute auf meinen Weg in den Jesuitenorden hinein zurückblicke, dass ich heute sagen würde, ich glaube, ich war 1 bis 2 Jahre zu jung. Heute würde ich vielleicht sagen, okay, es wäre vielleicht besser gewesen, so bis 25 nach dem Studium nochmal so 2 Jahre dazwischen zu haben, vielleicht zu arbeiten, nochmal zu gucken, gibt es auch nochmal ganz andere Optionen. Am Ende vom Theologiestudium und mit diesem Übertritt zu sagen, okay, es geht in das Noviziat, da war ich ziemlich klar. Ich bin mit wehenden Fahnen in das Noviziat eingezogen, habe gesagt, klar, Jesuit ist doch völlig klar. Und bin ungemein froh, dass in den ersten halben Jahr so die Erschütterungen kamen. Die Selbstverständlichkeit, die Plausibilität dessen, ja, ist doch klar, machen wir jetzt das Team jetzt einfach noch durch, war grundsätzlich erschüttert worden. Mit den Fragen, die wir uns stellen sollten, mit den Gebetszeiten, mit der Begegnung mit Gott nochmal, die da intensiver stattgefunden hat. Und genauso wichtig war es eben, damit auch in dem Austausch mit anderen Novizen zu sein. Zu fragen, sowohl mit den Höhen wie mit den Tiefen zu gucken, okay, wie geht's mir denn gerade damit? Und von daher war ich dann nochmal, als es dann in die großen Exerzitien ging, wo eigentlich auch diese Frage von der Lebensentscheidung, einer Lebenswahl nochmal ganz auf den Höhepunkt getrieben wird, habe ich echt nochmal bei meinen Eltern angerufen und gesagt, so, es könnte vielleicht sein, so in 8 Wochen vielleicht ziehe ich nochmal wieder bei euch ein. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ging wirklich nochmal um das Prüfen, geprüft werden und auch zu fragen, will ich das, will Gott das, will diese Gemeinschaft das von mir? Und von dort her den Weg zu gehen. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen in der Ausbildung des Jesuitenordens, die man zu absolvieren hat, gerade in der Perspektive, wenn man denn Priester werden will. Da gibt es einfach die Studien davor zu erledigen, falls man die nicht schon mitbringt. Und dann wird immer genau geguckt, was braucht der Einzelne jetzt gerade? Sowohl aus der Perspektive des Ordens, wo brauchen wir vielleicht jemanden, so wie bei mir, okay, wir müssten mal wieder jemanden in die Schule schicken. Oder wie ist es denn auch nochmal für den Einzelnen, wo man zu schauen, okay, er bringt vielleicht schon eine Ausbildung in Philosophie, an Grundlagen mit. Okay, wir können ihn relativ schnell in eine praktische Zeit schicken, in der Jugendarbeit beispielsweise und danach in die Theologie. Was sonst normalerweise der klassische Schritt wäre, dass man sagt, man macht erst philosophische Grundlagen, dann gibt es meistens eine pastorale Zeit in der Jugendarbeit und danach kommen die theologischen Studien. Aber da wird genauso geguckt, so ein bisschen wie im Baukastensystem, was braucht der Einzelne und man schaut dann immer genau, was geht es jetzt und was braucht er. In der Frage von dem, wie ich selber zu den Jesuiten ja, Kontakt aufgenommen habe und mir sozusagen diese Vorstellung sich entwickelt hat, gewachsen ist, dass ich da vielleicht selber ein Teil davon werden könnte, das fing ganz klar erstmal bei der Spiritualität an. Das war sozusagen für mich das Eingangstor, da hineinzukommen. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir in der ignatianischen Spiritualität, ausgehend von unserem Ordensgründer Ignatius von Loyola, ist diese Weltoffenheit, Weltfreundlichkeit wird manchmal auch gesagt. Dass ich wirklich davon ausgehen darf, damit rechnen darf, Gott ist in allen Dingen zu suchen und zu finden. Das ist etwas, was mich auch im Alltag, im Klassenraum immer wieder neu anspornt oder wieder mich überrascht,
dass ich davon ausgehen darf, okay, Gott ist hier, es geschieht jetzt alles auch unter Gottes Gegenwart. Und wie auch in Äußerungen, in Fragen von Schülerinnen und Schülern ich selber nochmal hinterfragt werde, mir wieder neue Fragen stellen darf, aber auch dadurch wieder neu ins Entdecken komme von Dingen, was es heißt, meinen eigenen Glauben zu leben und von dort in Perspektiven hineinzukommen. Das ist für mich etwas, was mir an der ignatianischen Spiritualität sowohl für mich selber, ich versuche sie zu leben, wichtig ist, aber auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Und so gut es geht, versuche ich irgendwie, dass die Schülerinnen und Schüler auch was davon aufschnappen in den einen oder anderen Momenten. Also für mich ist die Erkenntnis aus dem Jesuitenorden erst einmal davon, dass die Welt Gottes voll ist. Ich muss nirgendwo Gott hinbringen. Er ist immer schon dort. Und ich darf ihn immer wieder neu, immer wieder mehr entdecken. Und dazu helfen mir andere Menschen. Warum bleibe ich Jesuite? Ich habe eine Berufung oder einen Ruf Gottes für mich in meinem Leben gefunden, entdeckt, der mir auch bis zu einem gewissen Punkt fremd bleibt. Ich gehe da nicht einfach auf wie einen Tropfen im großen Ozean, sondern ich bleibe auch dessen, was Gott mich beruft, fremd. Und ich muss da immer im Ringen bleiben, zu sehen, wo ist jetzt mein Platz, wo ist jetzt meine Rolle? Weil letztlich die Entscheidungen in meinem Leben, was ist zu tun, wo geht es hin? Es gibt wenig das Richtige und das Falsche. Es ist immer mehr diese Frage von, was ist das Kluge, was ist das vielleicht weniger Kluge zu tun? Und für mich ist es heute wirklich nochmal Zeuge, Werkzeug Gottes in dieser Welt zu sein, so gut es mir gelingt, Zeuge seiner Liebe, seiner Hoffnung für andere Menschen zu sein. Das fällt im Idealfall, und so merke ich das auch oft im Alltag, an vielen Stellen mit Kirche sehr groß zusammen. Gleichzeitig gibt es da natürlich Reibungsflächen. Und an manchen Stellen merke ich auch, ich muss da ins Ringen kommen. Wo bin ich mit dem, wo ich eher vom Ruf Gottes herkomme, diese Sendung stärker entdecke? Und wo bleibe ich da auch nochmal in der Konfrontation mit dem, was Kirche mir vielleicht auch als Priester, als Ordensmitglied, als ein Gegenüber hinstellt. Auch da ist immer noch mal die Frage, wie bleibe ich da dazu? Wir Jesuiten sind als Ordensgemeinschaft sind keine Familie. Nicht zum Ersatz und nicht zum Wunsch. Wer die Idee hat, ich möchte einen Familienkontext haben, deshalb werde ich Jesuit, der sollte sich das noch mal gut überlegen, ob das der richtige Ort ist. Wir sind erstmal zusammengewürfelte, Gesandte, und dann auch nochmal jeder in seiner anderen spezifischen Art und Weise. Das, was das Schöne ist, dass man als Jesuit mit der großen Individualität, die man mitbringt, hineinkommt, schafft das natürlich aber auch gleichzeitig die Spannungsmomente, wenn die Individuen zusammenkommen. Das gelingt manchmal sehr gut und manchmal sind das auch mit großen Spannungen. Und ja, natürlich auch in dieser Suche, was ist das Richtige, was ist das Kluge zu tun, gibt es natürlich sehr verschiedene Perspektiven auf dieselbe Sache. Und da kann es natürlich zum Ringen kommen, was der nächste gute Schritt ist. Ich habe es ja auch gesagt, es fing ja bei mir auch schon an, Clemens, du sollst Lehrer werden. Na, vielleicht auch nicht. Aber sozusagen in diese Spannung hineinzukommen, wo gehe ich da trotzdem mit? So merke ich für mich inzwischen, an vielen Stellen ist die große Frage für mich als Jesuit, wie heißt es und wie gilt es, den Gehorsam zu leben? Die Frage nach Armut, persönlicher Armut oder eheloser Keuschheit erlebe ich für mich nicht als die Herausforderung, wie die Frage nach dem, was es heißt, gehorsam zu leben. Heute bin ich gerne Jesuit, weil ich mit meinen eigenen Grenzen, mit meinen eigenen Beschränkungen mich entfalten darf und so in den Dienst von anderen Menschen und letztlich vom Reich Gottes komme.